Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Video-Special. Ich möchte euch heute kurz einmal die Zwischenbildberechnung bei unterschiedlichen TVs demonstrieren. Wir haben hierzu LGs UF9509 auf der linken Seite, den EG9609 in der Mitte und Panasonics CXW804 auf der rechten Seite. In den Bildeinstellungen der TVs haben wir die Zwischenbildberechnung aktiviert. Bei beiden LGs steht die Zwischenbildberechnung mit dem Namen True Motion in der Einstellung Flüssig, was in diesem Fall die flüssigste Filmbildwiedergabe gewährleisten sollte. Bei Panasonic haben wir uns für die Einstellung Mittel entschieden. Auch hier sorgt die Intelligent Frame Creation genannte Zwischenbildberechnung für eine sehr flüssige Bewegtbilddarstellung. Allerdings ist es in der Praxis so, dass die Zwischenbildberechnung auf unterschiedliches Bildmaterial eben unterschiedlich reagiert. Und hier können wir uns den Vergleich einfach mal anschauen. Ich denke, es ist leicht erkennbar, dass die Bildwiedergabe mit dem Panasonic TV deutlich ruckelfreier abläuft. Die Zwischenbildberechnung bei beiden LG TVs zeigt hier wirklich deutliche Probleme. Und es wirkt fast so, als wäre die Zwischenbildberechnung überhaupt nicht aktiviert. Wir konnten dieses Problem bereits bei mehreren Kinofilmen nachstellen. Beispielsweise in Filmszenen bei Der Hobbit, beim Kampf der Steinriesen ist es tatsächlich so, als würde das Bild auf beiden LG TVs wie ein Zeitlupe ablaufen. Und es gibt eben diesen sehr, sehr ruckligen, unnatürlichen Look. Als nächstes möchte ich euch einmal eine Szene aus dem letzten Star Wars Trailer demonstrieren. Hier müssen wir aber sehr nah an die TVs herangehen. Wir sehen hier die Wiedergabe zunächst mit einem LG TV und achtet jetzt einfach mal auf das Objekt, was unten durch das Bild fährt. Und jetzt die gleiche Szene nochmal auf dem Panasonic TV. Ich glaube, man kann gut erkennen, dass Zwischenbildberechnung nicht gleich Zwischenbildberechnung ist und es in der Praxis sehr, sehr große Unterschiede in der Qualität gibt. Falls euch der Videovergleich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut!